So, herzlich willkommen zu Call of Doom Sigil Ultimate. Ich werde doch genau so alle meine Folgen jetzt benennen. Wobei, ich habe die glaube ich schon benannt, keine Ahnung. Ich habe mich nie benannt. Gute Frage. Ist auch egal. Genau. Die Map jetzt wird wahrscheinlich verdammt kurz. Wenn ich den richtigen Weg finde. Wie ging der? Du musst auf jeden Fall hier hinten rein. Also eins von den beiden auf jeden Fall benutzen. Ja, und direkt, Alter. Okay, da sind direkt Gegner. Sehr interessant. Da versuche ich mal vielleicht doch die hier. Vielleicht geht es hier angenehmer. Ah, nicht wirklich. Hey, nee. Hä? Ist das der gleiche Raum? Ja doch, ist der gleiche Raum. Aber ich hab doch geschossen gehabt. Wir haben gar nicht gespeichert. Na klar, haben wir gar nicht gespeichert. Warum sollen wir noch speichern? Ist das behindert. Jetzt direkt mal speichern, ja. So, nee, so nehme ich nicht. Aber ja, ich muss erstmal die Fische hier loswerden. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es hat funktioniert. Und damit ist alles gut. So, muss ich jetzt erst links oder rechts? Genau, erst links. Ich glaube, ich nehme... Wo kommst du denn her? Verflusstest du? Du Mutterficker. Okay, alle Waffen nachgeladen, sehr schön. Also alle Waffen geladen natürlich, nicht nachgeladen. So, wo ging es dahin? Achso, ja, das ist natürlich praktisch. Aua.
Wir kommen hier raus. Aua. Das ist nicht so schön. Warum kommen die da raus? Kommt rein, könnt ihr rausgucken. So. Was? So, übrigens, bei dem Rombi gibt es einen ganz einfachen Trick, ja? Hier ist ein Viech. Das müsst ihr noch einmal... sowas nicht geplant. Das müsst ihr noch einmal rauslocken. Das habe ich nicht gespeichert. Kann man da auch durch, ohne die ganzen zu bekämpfen? Glaube, habe ich das schon mal geschafft. Ich weiß noch nicht mehr, wie das geht. Ah, nee. Also wenn, dann höchstens mit viel Glück oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall legit schon mal nicht. Okay. Aber man kann sich schon mal ein bisschen Arbeit abnehmen lassen. Ist doch was Schönes. Damit sind nur noch Imps übrig. Oh nein. Aber Ronny, ist das nicht Cheaten? Nein, das ist nur Ausnutzung der Gegebenheiten. Also, wenn man halt eine Tür hat, die man offen zu machen kann. Warum soll man die nicht als Schutzschild benutzen? Man wäre ja dumm, wenn man das nicht machen würde. Ne? Also von, aus dem Gesichtspunkt? Nein, ist kein Cheaten. Cheaten wäre es, wenn es etwas ist, was man zum Beispiel in Vanilla Doom nicht kann. Aber das kannst du in Vanilla Doom genauso machen. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wie fahren denn das hier? Achso, ist schon wieder. Eben. Einfach gar nicht umbringen. So war das. Simpel, was es wirkt. Weil die ganzen Gegner, die hier sind, spawnen nämlich nur dann, wenn wir das Viech angreifen. Oder, aua. Besser, das war nicht so gut. Ich muss das Ding weiter weglocken. Oder besser, sobald du Krach machst. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob das hier funktioniert. Weil es ist ja auch ein lautloser Angriff. Von daher muss das doch funktionieren. Ja, siehst du, spawnt kein Viech. Weil normalerweise, sobald du das Viech umbringst, spawnen hier hoffenweise Fischer, weil nämlich da oben diese Dinger sind nämlich diese Lauschkanäle zu benachbarten Räumen und ja, klassische Doom-Dingster-Booster, dadurch hören dich die Pokémon, die Digimon, die Phantommon, also diese Fischer da, Monster durch den Raum versuchen zu dir zu kommen und während sie zu dir gehen, laufen sie dabei über einen Teleporter. Und der Teleporter teleportiert sie dann dahin. Ganz einfache Technik, funktioniert simpel, aber ist hässlich. Ich hasse Teleporter, ich hasse überall Teleporter. Warum teleportieren sich Monster? Warum kann ich überhaupt teleportieren? So. Oh, die Map ist die nächste Map. Ja, gut. Bis dann.